Unser Nachbar Österreich ist mal wieder Hardliner und Vorreiter. Lockdown und Impfpflicht für alle Österreicher. Kann dieses krasse Ösi-Vorbild auch für uns in Deutschland gelten? Ich schaue mir das rechtlich ganz genau an. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherschutzkanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir dieses Video gefallen, lass bitte ein Abo da und schau dir das Video auch bis zum Ende an. Krasse Maßnahmen in Österreich, komplett Lockdown bis Anfang Dezember und dann soll der Lockdown für Ungeimpfte weitergehen und darüber hinaus soll kurzfristig, ich glaube zum 1.2.22, eine Impfpflicht in Österreich eingeführt werden. Kann das auch für uns gelten? Impfpflicht, bei uns ist ja auch schon in der Diskussion, Impfpflicht für gewisse Berufsgruppen einzuführen. Ich halte das für verfassungswidrig, denn maßgeblich ist, dass der Impfstoff nachweislich evidenzbasiert wirksam ist und die Nebenwirkungen bekannt sind. Und hier haben wir aufgrund der fehlenden Datenlage und der Auswertung der Datenlage und der kurzen Zeit der Überprüfung meines Erachtens schon allein wissenschaftlich keine Basis, um eine allgemeine Impfpflicht durchsetzen zu können. Das Zweite ist, wir haben keine ganz klare Datenlage über die Effektivität, denn in letzter Zeit hatten wir extrem viele Impfdurchbrüche. Das heißt, die Frage ist, wie wirksam ist überhaupt der Impfstoff, den wir gerade haben? Und Geimpfte haben sich mit Corona infizieren können und waren auch infektiös für andere. Das heißt, hier gerade was die Virusmutation angeht, ist nicht klar, wie wirksam der Impfstoff ist. Daher, aufgrund dieser Gegebenheiten, halte ich den Impfzwang in Deutschland nach unseren verfassungsrechtlichen Maßstäben derzeit für nicht durchführbar. Er ist mit der Verfassung hier so nicht vereinbar, denn eine Zwangsimpfung wäre immer ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, der muss gerechtfertigt sein und da sind wir wieder beim Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und da fehlt es einfach an einer klaren Datenlage und darüber hinaus ist beim Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch immer ein wichtiger Maßstab die sogenannte Erforderlichkeit und da fragt man immer nach einem milderen Mittel. Und ein milderes Mittel zum Impfen wäre eine Testung. Das heißt, wenn man Geimpfte und auch natürlich hier dann die Ungeimpften bei einem Impfzwang zu einem ständigen Testen verpflichten würde, das wäre ein weitaus milderes Mittel als eine Impfpflicht. Und diese Tests müssten eben in unbegrenzter Anzahl kostenlos zur Verfügung stehen. Dann hätte man ein auf jeden Fall wirksames, milderes Mittel und damit wäre eine Impfpflicht zu umgehen. Auch ein knallharter Lockdown ist meines Erachtens derzeit in Deutschland so nicht mehr verfassungsgemäß für Geimpfte und auch für Ungeimpfte. Die Differenzierung halte ich für falsch. Da verweise ich aber auf andere Videos hier zu meinen Ausführungen. Also auch das verfassungswidrig. Also Österreich dient hier nicht als Vorbild. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.